Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Yay, yeah, wir werden ein Rennen fahren, würde ich sagen. Und wir nehmen ein Sprint. Wir rennen über 6 Kilometer. Genau. Wegen dem Seitenverhältnis. Ich hoffe, es sieht jetzt besser aus als das letzte Mal. Ich weiß allerdings nicht genau. Das Problem ist halt, dass Need for Speed Most Wanted ein Spiel von 2005 ist. Und damals noch keiner eine Idee hatte, was HD eigentlich ist. Und deswegen, ja, müssen wir gucken. Muss gucken, was ich da machen kann. So, wir rasen erstmal mit unserem Golf GTI. So, ihr habt mir gesagt, ich soll keine Handbremse mehr benutzen. Okay. Dann halt nicht. Uiuiui. Okay. Na, du Arsch. Mit seinem Audi A4 da. Oh, der hat mich gekickt, so. Ich glaube, wir sind so wie die Einzigen hier, die Nitro haben. Ne, die alle haben auch Nitro. So. Ah, sie driften. Aber wir müssten langsam mal. Wird alle relativ schnell. Ich sag ja, es wird irgendwann schwieriger und. Oh, scheiße. Jetzt ist es soweit. Der letzte Route ist irgendwie weg. Ist zwar nicht so, dass wir unbedingt wegziehen, aber unser Auto ist auch nicht das Beste, muss man auch mal so sehen. Denn ich mag diesen Golf-GTI eigentlich auch gar nicht, aber man haben es mal damit erstmal zufrieden sein. Man muss auch mal das. Ja, okay, Polizei. Ja, da sieht man, wie episch das manchmal angezeigt wird. So. So, dahinter ist. Der eine ist wieder hier dabei, uns zu überholen, mit seinem scheiß Audi. Natürlich jetzt die Abkürzung. 56% haben wir. Ah ja, jetzt hat er aber auch Probleme mit der Polizei. Und dann, ich habe eiskalt. Und da kommt der andere und überholt uns auch noch. Ja, genau. Jetzt kommen nämlich die Polizei erstmal. Dann müssen wir den anderen da vorne erstmal einholen. 65% haben wir beendet. Jetzt fährt er irgendwie langsam. Naja, soll er machen. Scheiß Polizei, ey. So. Eieiei. So, genau, ja. Und wieder ein bisschen mehr. Nitro, da kommt der. Ich glaube, das müsste ein Fiat sein. Den Fiat, den wir verkauft haben. Ich glaube, das war keine Idee. Also nicht, das ist nicht der gleiche Fiat, aber. Also schon der gleiche Fiat, aber nicht unser Modell natürlich gut. Ja. Wo ist der Arsch? Oh yeah, jetzt wird schon echt schwieriger. So, jetzt müssen wir mal lange uns beeilen und jetzt überholen. 87% haben wir schon. Der Wichser. Jetzt fährt auf einmal. Hä? Ich will sehr verstehen, warum man gerade abgebremst hat. Auf jeden Fall. Naja, gut, wenn er mir den Sieg schenken will. Soll er machen. Aber unser knappester Sieg, glaube ich, bis jetzt überhaupt. 2000 ist die Prämie. Nein, ich möchte das Rennen nicht neu starten. So. Und jetzt müssen wir mal von der Polizei entkommen. Ah, das rum. So. Da irgendwie, ne? Oh, nö. Wo ist denn hier das Versteck? Da, glaube ich. Wo ist denn hier das Versteck gewesen? Ach, da. So. Dann sollte die Flucht doch etwas schneller gehen. Meilensteine machen wir später. Ach, da müssen wir Verfolgungsschaden verursachen. Das ist auch ganz lustig. So, Verfolgungsdauer. Kein Kopfgeld, schön. Rock, wenn dich die Bullen verfolgen, siehst du auf deiner Karte eine Menge Symbole, die stehen für Gebäude, bei denen du die Cops abschütteln kannst. Fahr einfach durch, wenn die Verfolgung wird sofort unterbrochen. Wenn ihre Karren nicht beschädigt sind, halten sie bestimmt an und Hilfe zu leisten. Vertrau mir, das klappt. Okay, das kennen wir ja eigentlich schon. So, dann gehen wir natürlich erstmal wieder sofort zum Unterstupfi ab. So, und fahren das nächste Rennen, würde ich direkt sagen. Wir müssen. Wie viele Rennsiege brauchen wir denn? Nochmal zurück. Okay. Wie viele Rennen brauchen wir denn? Vier. Vier Rennen. Das soll ich, wir fahren jetzt das nächste Sprint. Ja, wir fahren das nächste Sprint. So. Quer durch Rockport City, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich mag irgendwie Sprintrennen am liebsten, muss ich einfach auch mal so sagen. Ich hasse dieses Aussehen von dem Ding mit diesen scheiß japanischen Zeichen. Aber gut. Oh, schön auf nasser Fahrbahn hier. Aber gut.
Sowas wie Traktionskontrolle und sowas gibt's hier nicht, weil. Naja. Es ist ein Arcade-Spiel, wie schon gesagt. Ich wollte euch hier nicht auf die größte Simulation, aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es macht mir richtig Spaß, das Projekt. Ich freue mich echt richtig drauf, das Spiel hier auch mit euch durchzuzocken. Also wirklich. Aber ich weiß nicht, warum es auf Englisch ist. Ich habe eigentlich eine deutsche Version, aber gut. Aber PlayStation hat es immer auf Deutsch funktioniert, von daher kenne ich. Oh, gerade in der Nase. Ich kratze die Dialoge auch so fast ein bisschen auswendig. Ist jetzt nicht so spannend eigentlich. Es geht ja hauptsächlich ums Fahren, so. Jetzt haben wir mal ganz schön Abstand. Ja, den, aber wir sind gerade ein bisschen schneller. 200. Ah, jetzt holen wir auf und das wird vor einer eigentlich auch wieder ein Audi. So. Und Katie, ein Mädchen ist dabei, das hier ist Katie. Oh nein, jetzt kommt Spitzer mit seinem. Das weiß ich gerade gar nicht. Das sehe ich gerade gar nicht, was hier alle fahren. Ich glaube, das ist ein Lexus. Oder der Lexus jedenfalls. So. Geil Nitro. Dann sollen wir ein bisschen warten, damit wir da vorne wieder rankommen könnten. Wir haben noch. Wir haben jetzt 50% gefahren. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wird der halt eh wahrscheinlich wieder an und lassen uns gewinnen. Like, Hoops, Barrichello. Oieiei. So, schön, aber gut durchgekommen eigentlich. Aber das Nitro lädt sich noch nicht so schnell nach. Das halt noch am Anfang. Wow. So. Wir nehmen hier mal die Abkürzung. Auch wenn ich die ziemlich unfreiwillig eigentlich genommen habe, weil ich Probleme hatte, aber gut. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Vorsprung wieder. Können wir uns mal kurz ausruhen, aber die werden wahrscheinlich gleich wieder an uns dran sein. Wow. Auto knapp an uns vorbei. Nur knapp hat es uns verfehlt sozusagen. So, hier lang. Ich nehme jetzt auch Nitro Speed schon sehr viel vor auf. Genau wie alle anderen Projekte, da ich ja zwischendurch mal zwei Wochen in den Sommerferien weg bin. Vom 2. bis zum 15. August. Und da fange ich jetzt dann an mit dem Voraufnehmen. Und durch Start und Ziel 270 Meter Vorsprung. 2000 locker und schön verdient. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man den hinterher fährt. Hey! Arsch. So, wir gehen einmal zurück zum Unterschlupf. Genau. So. Ein Rennen brauchen wir noch, ne? Dann nehmen wir doch das Ausscheidungsrennen, ja. Das finde ich immer am lustigsten. Und wieder im Regen gegen einen Lexus. Ich glaube, es ist jetzt gerade nicht unter dem Renault Clio auf jeden Fall. Was ist das denn? Was ist das denn da vorne? Kann ich halt gar nicht zuordnen. Schön innen reinstechen und den Renault Clio. Es sind noch relativ viele Kleinwagenautos dabei. Später werden das mehr auch Rennautos. Oder viele Serienautos hier. Damit wird man Razer natürlich nicht besiegen können. Aber soweit sind wir ja auch noch nicht. Was hat er überhaupt dran denken können? Tatzwagen mag ich eigentlich sogar sehr gerne. Von dem Fall Blacklist 13, der Toyota ist auch ganz. Okay, ich glaube, Blacklist 13 war das. Ich glaube, das ist auch die erste Frau. Also es gibt ja auch vorne noch ein paar Blacklist, was mich, glaube ich, ziemlich gewundert hat eigentlich. Aber egal. So, wir sind ja gerade mit der Ross hinterher. Ja, ein bisschen Windschatten versuchen. Ich weiß nicht, wie weit natürlich Windschatten hier ausgeprägt ist oder einprogrammiert ist. Aber in der Höchstgeschwindigkeit ziehen wir noch deutlich, aber jetzt ein bisschen niedriger, weil wir natürlich eiskalt rein. Hätte man mehr Geld in seinen Wagen anstatt in sein optisches. Oh, habe ich gerade die Kurve falsch gesehen und er natürlich. Aber er ist behindert und. Aber ich will doch nur in die Abkürzung rein. Stinkwehr! Bisschen nieder, dann das Auto wieder gerade. Natürlich haben wir jetzt ziemlich viel Zeit verloren, aber die Abkürzung sollte das vielleicht wieder ganz. Oi! Eieiei. Okay. Wir haben mehr durch die Abkürzung verloren als gewonnen und scheiden jetzt natürlich. Klasse! Du hast verloren, du bist rausgeflogen. Ja, ich möchte das gerne von neu starten. Ich will eigentlich immer einen perfekten Start, den klappt aber nicht so. So, ein bisschen Nitro lassen wir uns mal. Wo wir dem Nitro einsetzen, warten wir, bis wir es brauchen. Wir dürfen jetzt hier nicht mehr vorne eh fahren rein. So, diese scheiß Kurvengeschlängel. Das hast du ja am meisten an der ganzen Stadt, dieses Kurvengeschlängel hier vorne.
So, jetzt aber. So, beschleunigen. Raus mal in diesen Stadtteil. Ich glaube, das ist dieser asiatische Stadtteil. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schön designte Stadt auch. Also, eins mal. Also, wie gesagt, das ist mein Lieblings-Infos-Beat. So. Na, da ist er. Wir setzen ein bisschen Nitro natürlich ein und dann sind wir hier deutlich schneller. Die Abkürzung bringt nicht so viel, habe ich für den Weg. Aber ich komme auch besser durch. So, jetzt muss ich Nitro. Jetzt machen wir ein bisschen Vorsprung. Fährt einer die Abkürzung, aber die bringt nichts, weil man hier geradeaus muss. Und von da ist man da außenrum doch schneller. Das kann ich natürlich nicht wissen. Uhrzeit 1.11. So. Aber Stuart ist noch ganz nah hinter uns. Wolf, Stuart, der würde wahrscheinlich jetzt gleich rausfliegen, aber ich ging. Stuart, das wird das Duell um den Sieg, würde ich sagen. Ich singe lieber nicht bei der Musik mit, weil ich weiß gar nicht, wie überhaupt mit Copyright. Ich habe beim ersten Part aber noch kein Copyright-Treffer gekriegt. Von daher hoffe ich mal, dass es okay ist. So. Bisschen Nido mal eben. Aber Stuart, der bleibt uns an den Fersen. Also ich denke auch, dass wir das Duell mit Felix ist, aber auch Ross ist jetzt wieder in der Hand. Ist irgendein Wolf rausgeflogen. Aber jetzt sind beide ein bisschen weiter weg. Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen kurz Freiraum. Mal gucken, ob sie nochmal rankommen. So, 2.61. Hier kann man gut driften. Und wenn wir wieder auf die Straße kommen, haben wir wieder vollen Grip. Das ist immer sehr geil. Auch wenn es natürlich sehr, sehr hart ist, aber egal. Oh, da hat's ja, der eine hat sich gedreht, der ist durch. Ist das, glaube ich, gewesen. Aber beide verdienen jetzt. Beide haben sich da weggehauen, na klasse. Aber das ist ja noch, okay, wir waren beim sechsten Gang, aber jetzt letzte Runde, mal gucken. Vierter Gang, ja. Wir haben schon unendlich Abstand, vor dem einen haben wir fast einen Kilometer. Wir hören natürlich ein bisschen auf, weil wir das Tour auch noch rausgeflogen. Der darf ihn ja hinaus, ne? Mal gucken, ob Ross uns aufholen kann. Oh, scheiße. Schon wieder falsch gesehen, ey. Muss ich jetzt mal hier dran gewöhnen. Ross Stuart ist jetzt gerade da vorne, aber jetzt wieder gut. Hey Ross, Entschuldigung. Aber trotzdem, er hat unter 400 Meter, also der hat wieder aufgeholt. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier jetzt eine Gummiband-KI gibt, das heißt, dass die KI auf einmal übermenschlich schnell wird, wenn man weit vorne ist. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Könnte aber durchaus sein. So. Ja, da ein bisschen Langschaben, kostet nicht so viel, aber 7.54, da haben wir auch sehr viel verloren. Von 11.11. Reifenspur noch im Rasen, natürlich auch eine geile Sache. So. Ein bisschen Nitro. Das Ganze eh gleich vorbei. Jetzt sind wir noch da einmal kurz geradeaus und dann haben wir auch das nächste Rennen gewonnen. Mit einer Rundenzeit von KMH 256, das ist schon ordentlich. Central Rosewood. Aber. Mal kurz hier ein bisschen durch die Stadt fahren. Mal eben zum Shop. Zu diesem gelben Teil da. Ich weiß ja gar nicht, wie man auf die Karte kommt, ne? Muss ich wegen meiner Steuerung nachgucken. Aber machen wir auch direkt mal. Optionen. Steuerung. Dann gehen wir direkt mal hier aufs Gamepad. So. Nächster Song. Kamera, Pause. Weltkarte betrachten. Was wollen wir denn da mal nehmen? Nehmen wir mal. Das. Taste 7. Kann man das so machen? Nee. Nach rechts, so. Okay. Das heißt, auf Select können wir jetzt hier. Gucken wir uns auch dahin, das ist unser Unterschlupf, das ist ein Tuning Shop, das ist ein Autohändler. Wie viel haben wir denn eigentlich im Geld? Kannst du irgendwo sehen? Wir gehen erstmal zurück zum Unterschlupf. Wenn nicht, fahren wir dann nochmal so hin. Ja, 26.000, wenn ich das richtig sehe. Erstmal steht ja gerade, dass der. Ja, okay, gut. Dann Rennen haben wir fertig, dann machen wir Meilenstein jetzt. Mit zwei Radarfallen. Machen wir erstmal. Die Radarfallen, würde ich sagen.
Haben wir da eigentlich letztens eine gemacht? Ja. Wo ist diese scheiß Radarfalle? Das war definitiv zu langsam, aber. Wir werden nochmal da zurückfahren. Denn da kriegt man nicht den Radschub dafür, ja? Muss viel mehr hier erstmal weg. Und dann gleich wieder hin beschleunigen. Ich glaube, 145 war das Ziel, das ist jetzt nicht so schnell. Oh, scheiße, da kommt Polizei. Das ist natürlich nicht so gut. 135 oder 145, weiß ich gerade gar nicht. Na, egal, schaffen wir auch. So. Ja, schaffen beides über 200. Bang! So, dann einmal zurück zum Unterschlupf. Ja, das kennt er ja schon. Und dann machen wir das den nächsten doch direkt auch noch hinterher.